Hey und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Wir, erledigen gerade so ein paar Sachen, die wir scheinbar liegen gelassen haben. Und, das verwickeln uns direkt in den nächsten Top-Kampf. Sei nicht so erfreut, wenn deine Pokémon Psychokräfte entwickeln. Du musst diese Kräfte modellieren, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Hallo Kind, hast du ein bisschen Zeit übrig? Ein wenig kann ich, denke ich, hier übrigen. Also Kampf und Psycho. Damit entgegne ich mit das habe ich dann zu bieten. Was denn? Aber nicht sehr nett. Das ist hier gerade irgendwie ganz bescheiden. Nein! Ich habe auf falsche Pokémon geklickt. Egal, irgendwen wird diese Felsgrabbels treffen. Not the best choice. Also für ihn schon, aber für mich jetzt mit der Felsgrab. Geht schlechter. Geht aber auch besser. Dann machen wir es jetzt so. Bitte. Danke. Irgendwie muss er doch immer vorangehen. Okay. Och, komm schon. Daria wurde von der Attacke sehr getroffen. Ja, toll. Okay. Macht jetzt auch nicht die Welt. Geht auch besser, aber ist schon in Ordnung. Ist in Ordnung, ja. Ja, freilich super, ja. So. So, Maschok, alle unsere Angriffe werden jetzt auf dich konzentriert. Und das war's. Erstaunlich. Oh, ein äußerst fähiges Kind und ich möchte dir etwas zu deinem Taschengeld dazugeben. Dann tu das doch einfach. Ich würde gerne wieder gegen dich kämpfen. Also. Ja, ganz toll. Ich nicht so unbedingt, aber. Nein, das war nicht das Item, was ich suchte. Und hier kommen wir nicht zurück. Oh Mann, ey. Das kann mich auch hier nirgendwo hinfliegen. Nur nach Seegras Upcity. Da muss man wissen, was man haben will. Na, Bent. Ja, bitte einmal heilen. So, vielen Dank. Einmal Fahrrad bitte. Verdammt. Irgendwie wollte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht kämpfen. Ja, gut, gegen ein Pikachu komme ich mit Anori ganz gut klar. Sollte man meinen. Siehste.
Okay, jetzt muss ich noch einmal mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Pokémon. Ja, wenn ich jetzt hier gerade Schuppet. Ich wollte gerade sagen, es sieht so hell aus, aber es gibt's halt nicht. Muss mal ganz kurz eben was nachschauen. Ich muss jetzt alles für die Katz machen. Runde 112. Was ist denn Route 112? 112 ist die... Nee. Warte mal. Route 122. Oh, das heißt, das dürfte gar nicht so... Ich glaube, ich habe viel zu... Nein, hier wollen wir auch noch rein, aber... Ein anderes Mal. Ja, nicht besonders spannend. Aber es gehört zum Teambuilding mit dazu. So. Müssen wir eben gucken. Du. Viele Pflanzen-Pokémon. Hast du einige Pflanzen-Pokémon? Oh, du magst Pflanzen-Pokémon aus? Sehr gerne. Habe ich recht? Das freut mich sehr. Ich schenke dir ein Zeichen unserer Freundschaft. Ich hätte gar nicht über die ganze Route rennen müssen. Ja gut. Ist denn sonst noch irgendwas Interessantes auf der Route? Eigentlich nicht, ne? Ja. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das schon mal. Würde ich auch gleich beibringen lassen, eigentlich. Aber lass uns erstmal auf Festland zurückkehren. Ja. Man kann ja nicht immer alles wissen, also manche Dinge muss man halt nachschlagen. Und es gab Gigasauger nämlich. Oh, aha! Sombrero, du! Ja. Bitte vergiss Absorber für Gigasauger. So. Dann hatte ich ja gesagt, wir wollten nochmal in die Safari-Zone gehen. Und da wir jetzt den Bärenkopf haben, können wir das auch. Mach nicht den Bärenkopf, den anderen Kopf. Ja, bitte. 30 Safari-Bälle. Wir geben dir Bescheid, wenn das Spiel vorbei ist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Auf geht's in die Wildnis. Thank you. Thank you. Viel Glück. Wenn du irgendetwas brauchst, zögere nicht, mich anzusprechen. Ich bräuchte 10.000 Euro. Sonst noch was? Okay. Hier gibt es ehrlich gesagt auch noch was ich suche. Ich weiß noch nicht, wo ich da hin muss. Wohin genau? Fürchten wir.
Hier sieht es doch ganz in Ordnung aus. Nee, das suchte ich nicht. Okay, gehen wir mal hier hoch. Das könnte es auch sein. Oh Gott. Hier kommt es ja nur mit Eilrad hoch. Oh, das ist ja kacke. Ein Mührappler. Kommt irgendwas fangen in der Safari-Zone? Ja, fangen wir halt einen Mührappler. Nein, danke. Die Musik gefällt mir, so ein bisschen dumm, 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 wenn wir sie nicht mal hören würden jetzt. Nein, danke. Warum kommt das Schild immer wieder? Wechseln wir Bereiche? Oh, guck mal, da kommt es aber nur mit einem Dingsrad drüber. Okay, hier ist nichts. Oh, ein Haus. Erhole deine ermüdeten Füße, Rasthaus. Da gucken wir doch mal kurz rein. Wird ein Pokéregel in den Napf gelegt, werden Pokémon angelockt. Ich glaube, Pokémon mit der gleichen Wesenart werden von ähnlichen Pokéregeln angezogen. Ich habe keine Pokéregel, aber ich habe trotzdem viele Pokémon gefangen. Du kannst deine Chancen erhöhen, wenn du näher an das Pokémon herangehst, bevor du den Fahrrad wirfst. Okay. Pokémon fliehen nicht so schnell, wenn man ihnen Pokéregel zuwirft. Pokémon, die von Natur aus nicht schnell fliehen, braucht man sich nicht unbedingt zuzuwerfen. Okay. Ja. Ja. Was hast du hier? Manchmal, wenn ich ein Pokémon einen Pokéregel zuwerfe, ignoriert es das total. Ob Pokémon auch manche Dinge mögen und manche nicht, wie wir Menschen? Nein, Pokémon mögen doch immer alles, oder nicht? Oder? Ah, nee, früher gab es ja noch Steinwerfen in Kanto. Okay, hier brauchen wir jetzt aber das Speedspike. Aha. Ich war doch noch gar nicht fertig. Aber nicht das richtig, aber sag mal so. Wir brauchen, glaube ich, sowieso das Eilrad. Lasst uns mal kurz das Eilrad holen. Ah. Das finde ich echt nervig in dieser Generation. Dass du bestimmte Areale nur erreichen kannst mit bestimmten Fahrrädern. Ja. Und dann musst du die immer wieder tauschen. Na klar, wir haben das Areal, wo wir jetzt das Kunstrad für brauchen, auch nicht erforscht, aber ich muss in den anderen Bereich, glaube ich. Ich hätte es auch alles offline machen können, aber ich schätze mal, einiges vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wo die Sachen sind, die ich jetzt hier suche. So. Dann halt nochmal 500 Poké-Dollar. Okay. Es gibt vielleicht Dinge, die werde ich auch noch offline tun.
oder das lassen. Danke für die Zeitersparnis. Das gewisse Dinge werde ich vielleicht nochmal offline machen, aber ich denke, das könnte für einige interessant sein, deswegen wollte ich das zumindest nochmal zeigen. Oh, was hast du hier? Ich bin hergekommen, aber ich bin aber keine Energie, ein Pokémon zu fangen. Wo ist mein Item? Wollt ihr mich verarschen hier? Oh, ein Rihorn. Ja, so einfach kann man sich ein Rihorn fangen. Areal 2, Areal 4. Am anderen. Aha. Wenn man richtig lesen würde, die Informationen, die man braucht, dann würde man es auch. Finden! Solarstrahl nämlich! Weil. Ja, warum nicht? Hä? Los, Pokédex. Ja. Ich meine, klar, Solarstrahl braucht einen Moment. Aber ganz ehrlich, Solarstrahl im Gegensatz zu Kugelsaat. Ja, dann warte einfach eine Runde. Außerdem hat er jetzt auch noch Gigasauger. Also jetzt ist Lombrero in Ordnung vorbereitet. Möchte ich mal so sagen. Da gucken wir uns dann zumindest noch Safari-Zone in Gänze den Rest an. Ich wollte doch nicht nochmal. Jetzt ist er sehr nett. Aber ich brauche das eigentlich nicht. Lass uns trotzdem nochmal gucken, was es hier so für Pokémon gibt. Ein Dodo. Auf jeden Fall direkt ein Ball. Ja, bleib drin. We gotta catch them all. Sag her, noch ein Rihorn. Ich klicke einfach zu schnell. Okay. Das könnten wir noch versuchen. Yay! Konnte man nicht. Oder musste man nicht in. Ach, schnell. In Omega Rubin und Alpha Saphir musste man nicht Garaborn, konnte man nicht nur. Also vielleicht ist das ja hier auch so. Also, reicht. Konnte man Garaborn nur hier fangen? Weil ich kann mich dran erinnern, ich hatte damals Omega Rubin, Alpha Saphir, wollte ich Mega Garaborn im Team haben und ich meine mich erinnern zu können, dass es den nur in der Safari-Zone gab. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt nicht der spannendste Part, aber muss auch mal sein zwischendurch. Und ich würde sagen, sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Smaragd.
und ja, bis dann. Und auf Wiedersehen.